Man könnte ja meinen, wenn sich Dietrich Bonhoeffer Grundfragen einer christlichen Ethik zuwendet, dass es ihm dann darum gehen würde, jetzt mal grundlegend wichtige Prinzipien und Normen einer christlichen Ethik ganz grundsätzlich darzulegen. Genau das Gegenteil wird Bonhoeffer tun. Keine grundlegenden Prinzipien, keine grundlegenden Normen. Warum das so ist, das werden wir gleich erfahren. Ganz zu Beginn eben deines Vortrages, den er in Barcelona 1929 gehalten hat, diese These: bei Grundfragen einer christlichen Ethik geht es gerade nicht darum, feste Prinzipien, Normen oder Gebote aufzustellen, sondern ganz im Gegenteil, nicht etwas Festes festzuhalten, sondern an einer Bewegung teilzunehmen und auch diese Bewegung zu beschreiben. Einmal die Bewegung, die sich dadurch ergibt, dass Leben immer bewegt ist, dass Probleme, ethische Probleme immer in Bewegung sind, aber vor allem eine Bewegung auch, die sich dadurch ergibt, dass Gott selbst mit uns unterwegs ist. Und grundsätzlich beschreibt Dietrich Bonhoeffer dieses Phänomen an einem schönen Bild, das er von Karl Barth aufnimmt, aus einem Vortrag der Christ in der Gesellschaft, den Barth ein paar Jahre zuvor in Tambach gehalten hat. Und Bonhoeffer nimmt dieses Bild auf, dass er sagt, wenn man ethische Probleme in Form starrer Prinzipien oder Gebote beschreiben wollte, dann wäre das so, als wenn man versuchen wollte, einen Vogel, der fliegt, also einen Vogel im Flug, in einem festen Bild festzuhalten, diesen Flug. Und man sich gar nicht klar macht, dass das aber eigentlich eine Bewegung ist, die der Vogel gerade vollzieht. Und genau das müsste eben erst einmal das Anliegen einer Grundlegung christlicher Ethik sein, deutlich zu machen, dass es hier um eine Bewegung geht. Und diese Bewegung hat Karl Barth in seinem Vortrag eben darin beschrieben, dass Gott selbst uns gegenwärtig ist. Gott selbst aber als der ganz andere. Dass Gott durch die Auferweckung Jesu Christi, dass Jesus als der Auferstandene selbst in unserer Situation, in unserer Gegenwart da ist. Und deshalb, so wird es Bonhoeffer dann auch weiter darlegen, ist der Bezugspunkt für unser ethisches Nachdenken, wenn es um das christliche Nachdenken geht, an der grundlegendsten Stelle nicht irgendein Prinzip, ein Gebot, sondern die Gegenwart Gottes. Und das macht Bonhoeffer noch einmal auch gleich zu Anfang deutlich dadurch, dass er eine Unterscheidung aufnimmt, die er schon in dem letzten Vortrag, den wir uns hier miteinander angeschaut haben, vorgetragen hat, nämlich die Unterscheidung zwischen Christentum oder christlichem Glauben und Evangelium auf der einen Seite und Ethik oder Religion auf der anderen Seite. Und so beschreibt Bonhoeffer Christentum als die Bewegung des Weges, den Gott zu uns Menschen macht, den Gott zu uns geht, und Religion oder auch ethische Bemühungen als den Weg, den wir als Menschen gehen, oftmals in dem Bemühen, Gott näher zu kommen. Und Bonhoeffer hält von Anfang an ganz klar fest, diese Unterscheidung, dass es jetzt in der Beschreibung dieser grundlegenden christlichen Bewegung oder der Bewegung, die christliche Ethik zu beschreiben sucht, genau darum geht, nachzuvollziehen, was es bedeutet, dass Jesus selbst diese Bewegung Gottes zu uns Menschen gelebt hat und zwar dabei alle unsere frommen oder ethischen Bemühungen mehr oder weniger auch relativiert hat. Ich komme jetzt nochmal auf einen Moment zurück, weil das an dieser Stelle vielleicht wesentlich ist, dass ich im letzten Vortrag nicht besonders herausgestellt habe, aber es hier von Bedeutung ist. Bonhoeffer hält es für das wesentliche Merkmal des Wirkens Jesu, dass er sich gerade nicht auf die Seite der moralischen oder der ethisch Hochstehenden gestellt hat, sondern dass er sich auf die Seite der Kinder, der Frauen und der moralisch fragwürdigen Personen seiner Zeit gestellt hat und damit deutlich gemacht hat, es geht im Leben mit Gott zunächst nicht darum, was wir zu leisten, zu bringen haben, worauf wir uns was einbilden könnten, sondern darum, dass wir wahrnehmen, dass Gott auf unsere Seite tritt und mit dieser Gegenwart Gottes, die uns immer wieder geschenkt ist, dass wir mit ihr leben und aus ihr heraus auch auf Fragen und Probleme unserer Gegenwart zugehen. Nach so einer Eröffnung wird man natürlich gleich fragen wollen,
Ja, aber Jesus hat doch auch ganz viele Gebote gelehrt, die Bergpredigt und auch die 10 Gebote ausgelegt. Und das Neue Testament ist doch auch an den Stellen, wo es von Jesus berichtet, eben voll mit Berichten darüber, dass er auch ethische Dinge, moralische Dinge in den Blick genommen hat. Ja, genau, sagt Bonhoeffer, das schon, aber da liegt überhaupt nicht das Besondere dessen, was Jesus gemacht hat. Denn es ist auch aus der religionsgeschichtlichen Forschung völlig klar, die Dinge, die Jesus in dieser Weise vorträgt, die trägt er genauso mehr oder weniger vor, wie das auch andere Rabbiner zu seiner Zeit gemacht haben oder auch wie sich die Dinge in hellenistischer Traktatliteratur wiederfinden. Also auch andere Rabbiner und Morallehrer der damaligen Zeit haben von Gottesliebe, Nächstenliebe und so weiter geredet. Also das ist überhaupt nicht das Besondere an Jesus. Und übrigens, ich habe es vergessen zu sagen, wenn ihr den Gedanken folgen wollt und die nochmal nachvollziehen wollt, es gibt wieder ein Mindmap auch zum Download und auch 3, 4 längere Textabschnitte auf einem Textblatt hier unten als PDF jeweils runterzuladen. Also zurück zu Jesus. Das ist nichts Besonderes. Das Besondere, ja, woran liegt jetzt das Besondere an Jesu Predigt? Das Besondere sieht Bonhoeffer darin, und dass Jesus uns sagen will, euer Gegenüber ist gar nicht irgendein Gebot und irgendein Prinzip, sondern euer Gegenüber ist in eurem Leben, in der Situation, in der Gegenwart Gott selbst. Gott will seinen Willen getan haben und Gottes Wille ist immer einer, der uns aktuell begegnet durch Gottes Gegenwart. Denn so sagt Bonhoeffer, gäbe es abstrakte Prinzipien oder Gebote, die unser Gegenüber sein könnten, abgesehen von Gott, dann gäbe es eben ein sittliches Handeln, ein Gutsein ohne unmittelbare Beziehung zu Gott. Aber genau das wäre eine falsche Auffassung unserer Gegenwart, in der wir leben, nämlich dass unser Bezugspunkt nicht sittliche Prinzipien sein sollen, ohne Gott selbst als direktes Gegenüber zu haben. In Bonhoeffers Worten, du stehst vor dem Angesicht Gottes, Gottes Gnade waltet über dir. Du stehst aber zum anderen in der Welt, musst handeln und wirken. So sei also bei deinem Handeln eingedenk, dass du unter Gottes Augen handelst, dass er seinen Willen hat, den er getan haben will. Also die große sittliche Erneuerung, so nennt es Bonhoeffer, durch Jesus besteht darin, dass er gerade an einem Abtun der Prinzipien und Grundsätze interessiert ist, dass er deutlich machen will, es gebe eben kein gültiges ethisches Gesetz, das als solches unser Gegenüber sein könnte. Und das führt zu Folgendem, nämlich dass er uns deutlich machen will, gerade in der Begegnung mit Gott ist uns Christen eine Freiheit geschenkt im Leben, auch mit Problemen und Herausforderungen umzugehen, die wir verlieren, wenn wir uns zu Knechten irgendwelcher Grundsätze und Prinzipien machen. Das christlich-ethische Handeln ist ein Handeln aus Freiheit, aus der Freiheit eines Menschen, der nichts an sich selbst und alles an seinem Gott hat. Und dann führt das Bonhoeffer fort, der Christ schafft sich die Maßstäbe für Gut und Böse selbst. Die Rechtfertigung seines Handelns kann nur er selbst geben, wie auch nur er die Verantwortung tragen kann. Und hier hat Bonhoeffer in seinem Vortragstext auch eine Betrachtung, wo er sagt, eigentlich ist hier christliche Ethik, wenn man sie so bedenkt, viel näher an dem, was zum Beispiel Religionskritiker wie Nietzsche vorgetragen hat. Da schließt sich Bonhoeffer an und sagt, ja, wenn man christliche Ethik wirklich verstehen wollte, dann würde man viel eher bei Nietzsche landen als bei so manchen anderen Moralaposteln, die uns eher knechten wollen, würde man viel eher mit Nietzsche auch bei einem richtig verstandenen Paulus und Luther landen. Also ganz interessante Einsichten. Gipfelt zum Beispiel in so einer Aussage, die hergebrachte Moral, auch wenn sie für christlich ausgegeben wird, die öffentliche Meinung, sie können für den Christen nicht zum Maßstab seines Handelns werden. Starke Thesen von Bonhoeffer. Ja, nun wird man sagen, aber es gibt sie nun doch, diese Gebote im Neuen Testament. Warum sollten wir denn daraus nicht auch Prinzipien ableiten und sie als Handlungsgrundlage nehmen? Und man könnte 3 Motive finden, warum Bonhoeffer der Meinung ist, dass die Gebote des Neuen Testaments und auch die ethischen Forderungen Jesu nicht dazu dienen können, allgemeingültige Prinzipien und Moralvorschriften daraus abzuleiten. Der erste Grund nennt
Bonhoeffer, und da kann er sich auch direkt auf Paulus beziehen, dass unser Gegenüber eben nicht die Gebote, sondern der Geist Gottes ist und dass, wie Paulus schon sagte, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und es geht eben darum, dass unser Handeln durch den Geist Gottes bestimmt ist. Und er sagt, da wo man aus den Geboten Jesu wieder ein neues Gesetz machen will, da missversteht man eben das Anliegen Jesu, der gepredigt hat natürlich als ein Wort, das aktuell zu hören ist, aber wo man dann eben fragen soll, was soll aktuell daraus werden? Eben diese Gebote zu hören als eine Anregung, wieder ganz neu sich auf Gottes Geist und Gottes Gegenwart zu beziehen. Und Bonhoeffers These ist eben da, wo man aus den Geboten wieder Prinzipien macht, da verliert man den Geist. Und das, was dann in diese Prinzipien Einkehr hält, das ist ein Ungeist, irgendwie ein anderer Geist. Zum Beispiel der, vielleicht das sind jetzt meine Deutung, der Geist der Besitzstandswahrung, der Geist der Tradition, der Geist des Festhaltenwollens, der Geist der Unbeweglichkeit. Nicht mitgehen zu wollen mit der Bewegung Gottes. Zweites Motiv, also jetzt nochmal ganz deutlich auf den Punkt gebracht, es gilt eben darum, jeden Augenblick seines Lebens unter der Gegenwart Gottes zu leben, sich unter die Perspektive der Ewigkeit vor allem zu stellen, sub specie aeternitatis, sagt er auf Latein, also aus der Perspektive der Ewigkeit das eigene Leben zu betrachten. Und dann so zu handeln und den Ausgang manches Handeln eben in Gottes Hand zu lassen. Also dass wir weder eine abschließende Beurteilung unseres Handelns fällen können, weil wir das richtige Prinzip zur Anwendung brachten oder weil wir den Ausgang unseres Handelns in der Hand haben, sondern oftmals bleibt es uns eben auch gar nichts anderes übrig, als zu sagen, ich entscheide oder muss in dieser Situation entscheiden. Und mein Gegenüber ist eben nicht eine kurze Zeitspanne, in der ich handle und mich an einem Prinzip orientiere, sondern der Blick der Ewigkeit auf mein Leben. Und ich denke, das bringt in einer gewissen Weise auch eine ganz große Gelassenheit mit sich. Und drittens, jetzt eine ganz praktische Beobachtung Bonhoeffers oder auch ganz grundsätzliche, so ist er der Auffassung, das ist, lässt sich, glaube ich, auch leicht nachvollziehen, dass es in Situationen eigentlich immer so ist, dass da zwei Ordnungen oder mehrere Gebote sind, die sich in einer gewissen Weise immer widersprechen werden. Also Bonhoeffer wird in einem letzten Teil auch ein paar praktische Anwendungsbeispiele haben. Ich gehe jetzt nur mal auf eins ein und zu einem anderen werde ich vielleicht nochmal eine eigene Folge machen. Also ein praktisches Beispiel, dem er sich dann zuwenden wird, ist die Frage des Zusammenhangs von Wahrheit und Liebe. Du sollst immer die Wahrheit sagen, wahrhaftig leben, aber du sollst auch in Liebe anderen zugewandt sein. Und das bringt an manchen Stellen natürlich die Frage mit sich, müsste ich nicht um der Liebe willen jemanden die harte Wahrheit etwas abmildern? Also auch das Problem der Notlüge, dass man meint, um der Liebe willen gegenüber einer anderen Person nicht die ganze Wahrheit sagen zu können oder weil man jemanden in Schutz nehmen will, einer anderen Person gegenüber nicht die Wahrheit zu sagen. Und so sagt Bonhoeffer, dieses Problem, dass da zwei Ordnungen sind, die sich widerstreiten, die nicht zusammenpassen, das passiert uns im Leben eigentlich immer wieder. Und deshalb ist es gar nicht möglich, dass die Ordnungen an sich unser Gegenüber sind, sondern genau deshalb muss es ja ein anderes Gegenüber geben, das mir nahelegt, ja gut, in diesem Fall orientierst du dich in die Richtung, auch wenn das bedeutet, dass du eine andere Ordnung, ein anderes Gebot damit eben nicht einhältst oder verletzt. Immer wieder wird es Situationen geben, in denen offenbar zwei Ordnungen Gottes einander zu widerstreiten scheinen. Und das führt uns in die Lage, in der wir eben nicht zwischen Gut und Böse oftmals unterscheiden können, sondern zwischen Böse und Böse zu wählen haben. Hier liegen, so nennt es Bonhoeffer, die eigentlich schwierigsten Probleme der Ethik. Bonhoeffer wird jetzt dieses Modell auch nochmal praktisch durchspielen. Also das Problem der Notlüge habe ich erwähnt und das Interessante ist jetzt, er wird es am ausführlichsten in einem eigenen ersten Punkt am Problem des Krieges durchspielen. Also wo er sagt, das Liebesgebot, und jetzt geht es sogar einfach nur um ein Gebot, an dem er das deutlich macht. Wir sollen unseren Nächsten lieben, unser Nächster aber zum Beispiel ist natürlich unsere Familie, die Leute, auch mit denen wir in einer Nation zusammenleben.
Unser Nächster ist aber auch der Feind. Und dann ist die Frage, wem gilt denn jetzt das Liebesgebot? Also in dieser Situation ist es noch nicht mal so, dass da zwei Gebote in Widerstreit kommen, sondern dass es ein Gebot ist, das auf verschiedene Leute bezogen mich in Konflikt bringt. Was gilt denn jetzt mehr? Soll das Liebesgebot gegenüber allen Menschen, auch dem Feind gegenüber, dazu führen, dass ich meine Nächsten nicht mehr liebe, ihn nicht mehr schütze, wenn es zum Krieg kommt? Und an dieser Stelle werden wir dann sehen, also ich werde auch noch tatsächlich eine eigene Folge dazu machen, dass Bonhoeffer selber lernbereit ist. Also an diesen Grundsätzen, die er hier vorgetragen hat, kann man sagen, wird er im Wesentlichen festhalten. Also dass es immer wieder darum geht, im Handeln nach Jesus selbst, seiner Gegenwart, nach Gottes Gegenwart, nach der Gegenwart seines Geistes zu fragen. Wobei er im Laufe auch seiner weiteren Entwicklung nicht ganz so, ich nenne es jetzt mal aktualistisch sein und bleiben wird, wie er jetzt scheint. So als wenn es nur die Situation gäbe, in der man zu entscheiden hätte, aber nichts Stetiges darüber hinaus, nichts, was auch bleiben wird. Bonhoeffer wird später eine sogenannte Lehre von den Mandaten auch entwickeln. Das gucken wir uns in einer späteren Folge auch mal an. Aber hier werden wir merken, Bonhoeffer wird dann zum Beispiel bei der Frage des Krieges zu dem Ergebnis kommen, dass der Christ auch zu den Waffen greifen darf und soll, weil das Liebesgebot zunächst mal mit Blick auf den Nächsten aus seiner eigenen Familie, aus seinem eigenen Volk höher gilt. Weil uns Gott, da kommt er nämlich jetzt auch auf fremde Kriterien, weil Gott uns eben in ein bestimmtes Volk gestellt hat, in eine bestimmte Geschichte. Und an der Stelle werden wir dann auch sehen, Bonhoeffer wird diese Position, dass man eben durchaus auch zugunsten des eigenen Volkes in der eigenen Geschichte auch Krieg führen kann und vielleicht auch sollte dann, dass er das revidieren wird. Er wird durch eine vertiefte Einsicht dessen, was auch Kirche bedeutet, dass wir als Christen, Schwester und Brüder sind über Nationengrenzen hinweg, später zu der Einsicht kommen, dass das Friedensgebot ein viel höher zu wertendes Gebot ist. Also wir werden auf der einen Seite immer wieder merken, auch in diesem Kurs, Bonhoeffer hat grundsätzliche Positionen entwickelt, an denen er mit Modifikationen festhalten wird. Aber Bonhoeffer war auch immer wieder bereit, Positionen zu überdenken und auch dazu zu lernen und Dinge, die er mal entwickelt hat oder auch verschriftlich und vorgetragen hat, die auch zu revidieren. Soweit also erste Einblicke in Grundfragen christlicher Ethik, was das für Bonhoeffer bedeutet, nämlich dass wir unser Leben, also das, was wir tun und lassen, ganz konkret an Gottes Gegenwart und der Gegenwart seines Geistes ausrichten. Natürlich können wir dabei Gebote zur Hilfe nehmen, die uns auch Richtungen weisen können, aber die können nicht unser letzter Bezugspunkt sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare unten, was ihr von dieser ganzen Sache haltet, auch welche Fragen für euch jetzt noch offen bleiben, sodass ich die auch dann in weitere Folgen mit aufnehmen kann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.